Anfang November lag die Sea-Watch 5 im Hamburger Hafen. Der Verein lud dazu ein, sich das Schiff genauer anzuschauen. Schon am ersten von zwei Tagen war das Interesse groß. Über 3500 Menschen haben sich durch das Schiff führen lassen. Wir waren ebenfalls vor Ort. Mein Name ist Mattea Weihe, ich bin Pressesprecherin von Sea-Watch und als Einsatzleiterin an Bord unserer Schiffe. Der Sea-Watch-Verein wurde 2015 in Berlin gegründet, um im Mittelmeer Geflüchtete in Seenot zu retten. Zu diesem Zeitpunkt wurden staatliche Seenotrettungsprogramme eingestellt und niemand sonst hat diese Aufgabe übernommen. Dementsprechend ist unsere Hauptaufgabe tatsächlich in der Route Libyen-Italien Boote zu finden, Aufklärungsarbeit zu betreiben, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, vor allem aber Menschen zu retten und sozusagen in einen sicheren Hafen zu bringen. Mittlerweile hat Sea-Watch etwa 130 Angestellte, sagt Mattea. Das sind dann Personen im Büro, das sind aber auch Angestellte an Bord. Wir haben auch eine ganz große Anzahl an ehrenamtlichen Aktivistinnen und Aktivisten. Und da würde ich wahrscheinlich nochmal locker über 200, 300 nochmal dazu rechnen. Beim nächsten Einsatz werden ungefähr 30 Leute an Bord der Sea-Watch 5 sein. Die meisten davon sind Seeleute. Das sind Offizierinnen, Maschinistinnen, Kapitäninnen logischerweise, Bootsmänner und Frauen und die ganzen nautischen Dinge, die man braucht. Wir haben aber auch 4 Ärztinnen und Ärzte, wir haben Übersetzerinnen, wir haben Leute, die extra sich nur um die Betreuung der Geretteten kümmern. Wir haben Fotografinnen, Journalistinnen, eine sehr, sehr, sehr bunt durchmischte Crew. Sea-Watch ist seit seiner Gründung durch Spenden finanziert. Hinzu kommen gelegentliche Projektfördergelder oder Unterstützungen für Kredite. Der Großteil der Ausgaben wird jedoch über Spenden gedeckt, zum Beispiel auch die Ausgaben für ein neues Schiff. 4,5 Millionen Euro hat die Sea-Watch 5 gekostet, die bald ihre Vorgängerin, die Sea-Watch 3, ablösen soll. Beides sind ehemalige Versorgungsschiffe. Die Sea-Watch 5 ist aber jünger, schneller und größer. Bis zu 500 Menschen sollen auf dem Schiff auf einmal Platz haben. Anfang November war sie für ein Wochenende im Hamburger Hafen zu Gast. Eigentlich ist der Grund, warum wir hier waren, warum wir hier sind, ist, dass die Sea-Watch 5 unter deutscher Flagge fährt und ihr Heimathafen ist Hamburg. Deswegen stehen wir sozusagen hier mit der Elbphilharmonie im Rücken und haben sie feierlich getauft am Donnerstag. Sehr intern, also haben sozusagen alle Unterstützerinnen und Unterstützer eingeladen, das Schiff zu taufen. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Die Pläne sind, das erstmal umzubauen. Es wird jetzt nach Dänemark nochmal gefahren, um dort einige größere Werftarbeiten hinter sich zu bringen und anschließend nach Flensburg in die Werft, wo dann auch viele Aktivisten und Aktivistinnen das Schiff gemeinsam umbauen. Und dann startet es aller Voraussicht nach im Frühjahr nächsten Jahres das erste Mal in Einsatz. Der Einsatzort, eine der tödlichsten Grenzen der Welt, das zentrale Mittelmeer. Die Internationale Organisation für Migration und das UNO-Flüchtlingskommissariat schätzen, dass allein 2022 mindestens 1700 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, gestorben sind, von ungefähr 109.000 Menschen. Für Mattea ist die zivile Seenotrettung wichtig, weil weder die umliegenden Staaten noch die EU Hilfe leisten. Ich glaube, grundsätzlich ist natürlich jede Art von Rettung wichtig und ob sie zivil ist oder nicht, ist erstmal egal. Die zivile wäre nicht wichtig, wenn es eine staatliche geben würde. Dass Menschen über das Mittelmeer nach Europa flüchten, ist keine neue Entwicklung, auch wenn das Thema erst seit 2015 besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass die EU sich deshalb verstärkt im Mittelmeer für Menschenrechte einsetzt. 2013 und 2014 fand die Operation Mare Nostrum von der italienischen Marine und Küstenwache statt. In gut einem Jahr wurden rund 150.000 Migrantinnen und Flüchtende im Rahmen der Mission gerettet. Wir haben uns 2015 gegründet, eben mit dem Vorhaben, wirklich nur eine kleine Lücke zu füllen, bis sozusagen staatliche Akteure wieder an der Rettung beteiligt sind. Das hat sich bis heute nicht gezeigt. Das heißt, wir haben bis heute keinerlei Veränderungen. Und dementsprechend erwarten wir natürlich, dass sich da alle Hebel in Bewegung gesetzt werden und die Staaten ihrer Aufgabe und ihrer Verantwortung wieder nachkommen. 2015 ersetzten die EU-Operationen Triton und Sophia die italienische Operation Mare Nostrum. Deren Fokus? Schleusernetzwerke zu bekämpfen und die EU-Außengrenzen zu kontrollieren. Seit 2019 stehen Operation Sophia keine Schiffe mehr zur Verfügung. Dem internationalen Seerecht zufolge müssen KapitänInnen jedes Schiffes, das nahe genug ist und helfen kann, Menschen aus Seenot retten. Egal, ob es sich um ein kommerzielles Handelsschiff oder ein Schiff einer NGO handelt.
Die Sea-Watch 5 wird, wie gesagt, nach dem Transfer aus Italien starten und fährt dann in der Regel in das Einsatzgebiet. Das ist ungefähr 25 Seemeilen vor der libyschen Küste und noch weiter weg und patrouilliert dort das Gebiet und hält Ausschau tatsächlich nach Booten in Seenot. Das bedeutet, dass dieses Boot erstmal sehr lange Kreise und Suchmuster fahren wird, bis es dann zum Beispiel entweder durch offizielle Rettungsleitstellen Boote gemeldet bekommt, durch das Alarmfon Boote gemeldet werden oder aber durch die Sichtung durch Ferngläser Boote selber gesichtet werden. Dann findet die Rettung statt und dann werden wir auch in der Regel so schnell es geht einen Hafen wieder anfahren, um die Menschen an Land zu bringen. Es ist allerdings nicht gesetzlich bestimmt, wo ein Schiff andocken darf. Die Sea-Watch 5 fährt zwar unter deutscher Flagge, Deutschland ist deshalb aber nicht dazu verpflichtet, die durch sie geretteten Menschen aufzunehmen. Im Seerecht ist nämlich nirgendwo festgelegt, dass an der Rettung beteiligte Staaten die Geretteten an Land gehen lassen müssen. Das gleiche gilt für Küstenstaaten. Auch diese sind nicht dazu verpflichtet, Schiffe anlegen zu lassen. Das ist, glaube ich, auch immer ein interessanter Aspekt, dass viele Menschen denken, wir dürften uns den Hafen aussuchen und fahren dementsprechend einfach irgendwo hin. Aber dieser Hafen wird zugewiesen und tatsächlich sind die Behörden diejenigen, die uns diesen Hafen dann auch zuweisen. Dabei kann es sich nicht um jeden Hafen handeln. Gerettete müssen an einen sicheren Ort gebracht werden, also an einen Ort, an dem das Leben der Überlebenden nicht mehr in Gefahr ist und an dem ihre Grundbedürfnisse gedeckt werden können. Deshalb ist es übrigens illegal, Geflüchtete nach Libyen zu bringen. In den dortigen Internierungslagern wird immer wieder von massiven Menschenrechtsverletzungen berichtet. Bevor die Sea-Watch 5 sich auf den Weg ins Mittelmeer macht, wird es noch ein wenig dauern. Mattea hofft, dass der Umbau des Schiffes in 4 Monaten zu schaffen ist. Man muss aber auch sagen, das Schiff ist in einem extrem guten Zustand. Dementsprechend sind es gar nicht so viele Aufgaben, die wir noch machen müssen. Wir wollen es natürlich optimieren für unseren Grund des Einsatzes. Aber welcher Teil des Schiffes ist dabei am wichtigsten für den Einsatz? Ich würde sagen, es ist die Brücke, aber auch weil ich dort zu Hause bin auf der Brücke. Die Brücke ist sozusagen das Kommandoraum und von dort wird der Einsatz geleitet. Von dort wird er koordiniert und auch geplant. Ich finde aber auch, dass zum Beispiel das Krankenhaus ein extrem wichtiger Ort ist, denn dort werden am Ende dann auch zahlreiche Menschen natürlich versorgt werden können. Also ich glaube, es kommt ganz darauf an, wer man fragt, aber mein Ort, würde ich sagen, ist die Brücke.